Hi ho und willkommen zurück bei lieben Rollenspiel und Baldur's Gate Freunde zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja, in der letzten Aufnahmesession, also am Ende der letzten Aufnahmesession, haben wir hier vor dem Gefängnis eine. Entsteht immer ein wildes Durcheinander. Wenn ich könnte, würde ich sie alle retten. Ja, danke. Danke, Keldorn. Versuchen wir sie alle zu retten irgendwie. Ja, was ich sagen wollte, wir haben hier eine totgeglaubte Dunkelelfin, also eine Drow, gerettet, die wir im ersten Teil eigentlich getötet haben. Ja, Ironie. Jetzt wollen wir uns hier in dem Bezirk fertig umsehen. Das heißt, wir gucken uns erstmal das Gefängnis an. Dann werden wir wahrscheinlich uns im Regierungspark umsehen, dann den Rat der Sechs. Hier ist ein Ausgang aus dem Viertel. Also noch nicht dahin. Also da können wir hingehen und uns umgucken. Dann gehen wir hier runter zum Anwesen von Keldorn. Und dann die drei Häuser. Und dann verlassen wir das Regierungsviertel über diesen Weg hier. Sieht übrigens lustig aus, wie das Regierungsviertel hier auf dieser eher unnatürlichen Hochebene gebaut wurde. Beziehungsweise sie haben wahrscheinlich die Klippen abgetragen. Und da eine richtige Hochebene draus gemacht, vor allem das Gefängnis. Und hier unten sind halt die Slums, sieht das was so aus. Wobei die Slums eigentlich auf der anderen Seite sein sollten, genau, von Adkatla. Also hier ist der Fluss, der das Ganze trennt, der irgendwo von hier kommt. Und ja, wir haben ja schon zwei Orte außerhalb, die wir dann auch noch abklappern müssen. Beziehungsweise die drei Orte, also die vier Orte besser gesagt, die halt Stadttor können wir. Oder Stadttor können wir uns gleich kümmern, sobald wenn wir die Stadt verlassen wollen, weil das ist nicht groß. Aber die drei Orte gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Gut, würde ich sagen, gucken wir mal ins Gefängnis hinter uns rein. Keine große Herausforderung. Und unsere Dryade folgt uns nicht. Gut. Ja, was immer ihr wünscht. So, wir haben Türen hier, wir haben Zellen hier. Wir haben sogar eine Geheimtür hier. Die Zellen sind allerdings alle leer. Ja, Nymphenbeschwörung beendet. Wäre auch komisch, wenn einer in einer Zelle hocken würde. Ah, oh, doch, hier ist jemand. Gefangener. Ich bin ganz Ohr. Ich konnte es mir nicht leisten, meine Steuern zu zahlen und sie haben mich in dieses schreckliche Loch geworfen. Wahrlich, ich bin von den Göttern verflucht. Und sag, du? Was ihr von mir wollt. Gefängniswärter, ich behalte euch im Auge. Macht ja keine Dummheiten. Und du bist wohl der Oberwärter, ha? Ich gehe davon aus, dass ihr keine feindlichen Absichten hegt. Ihr da. Seid ihr aus irgendeinem bestimmten Grund hier? Wer seid ihr? Ich leite dieses Gefängnis und ich bestimme hier, was Sache ist. Ich bin mir sicher, dass es hier nichts gibt, was euch interessieren könnte. Warum macht ihr nicht einfach schön rasch kehrt und verschwindet? Wenn es möglich ist, würde ich mich gerne kurz umschauen. Es gibt hier nichts für euch zu sehen, Mädchen. Und mir gefällt es nicht, wenn irgendwelche Fremden ohne Grund in meinem Gefängnis herumstüffeln. Und jetzt Abmarsch. Gut, ich gehe. Gut, dann macht euch auf die Socken. Das Gefängnis ist für Leute wie euch ohnehin ein gefährlicher Platz. Fragt nur. Ich glaube nicht, dass du Hans Wurst das mit uns aufnehmen kannst. Ich warte natürlich. Die Zellen sehen auch alle leer aus. Oh nein. Ich bin so müde. Sie werden uns als Sklavenarbeiter nach Maztika verschiffen. Ihr dürft das nicht zulassen. Ja, mit Sklaven war da ja auch noch etwas. Wir können auch noch hier oben lang gehen. Hier ist allerdings nichts. Hier könnte noch eine Geheimtür sein, so wie das aussieht. Wie kann ich? Ich werde tun, was ich kann. Ja. Ja, wenn es das ist, was ihr werde, wollt. Ich bin gerne zu Diensten. Fragt nur, euer Wunsch ist mein Begehr. Ich bin jawohl. Und hier ist auch noch eine Geheimtür.
Lasst mich bitte helfen. Habt ihr, so sei es denn. Keine große Herausforderung. Die wir nehmen können. Da kommen wir nämlich in die hinteren Gebiete des Gefängnisses. Warum auch immer das Geheimtüren sind. Oh, hi, noch ein Gefängniswärter. Sagt, was ihr von mir wollt. Wenn ihr kein Gefangener seid, habe ich eigentlich nichts mit euch zu schaffen. Für dich biete meine Dienste und mein Leben, wenn nötig. Ich warte. Nun gut. Was für eine Arbeitsmoral, ey. Okay, das war das Gefängnis. Also hier gibt es nichts zu sehen, außer zwei Armsäulen. Und wer bitte seid ihr? Was ist das, was ihr da bei euch habt? Ihr da mit den ganzen Namen. Sieht aus wie eine Stola, die mein Sohn vor ein paar Jahren aus Wiesel gefertigt hat. Wo ist mein mächtiger Begleiter? Und er sagt, dass das böse, scharfzähnige Wiesel eine gute Wahl ist, wenn ihr schon tote Tiere um euren Hals tragen müsst. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn Minz solche Güsse hat, dass das wirklich vom Bu kommt. Was auch Sinn macht, Minz ist ein Waldläufer. Waldläufer können eigentlich mit Tieren kommunizieren. Wobei das irgendwie traurig ist, wenn ein Hamster klüger ist als der Waldläufer. So, da steht ein Junge. Und hier haben wir einen Gnom, der komisch gekleidet ist. Wer seid ihr? Verzeihung, Sir, ihr seht aus wie ein Krieger. Seid ihr ein Krieger? Könnt ihr mir helfen? Ja, er redet mit Minsk. Minsk und Bo sind die größten aller Krieger, mein Freund. Ich werde unsere Feinde zu kleinen Schnipseln verarbeiten. Wer wagt es euch anzuhören? Zeigt einfach in die Richtung. Ich habe keine Feinde, Sir. Keine Gegner? Ich bin erleichtert. Ich traue keinem einen Finger bei der Jagd auf Kinder macht und ich werde jeden zertrampeln, der es wagen sollte. Bo fragt sich, wozu ihr einen Krieger braucht, wenn ihr keine Feinde habt. Ja, Bo ist der intelligentere von den beiden. Ich habe mich verirrt, werter Herr. Ich sollte jemanden finden, der meinem Dorf helfen kann. Aber mir ist alles gestohlen worden und niemand kann mir helfen. Was? Bo ist außer sich. Seht nur, wie wütend er ist. Er ist klein, seht also genau hin. Nur zu, er ist da. Was stimmt nicht mit eurem Dorf, Kleiner? Wie können wir Helden euch helfen? Ich stamme aus Imnestal in den Umma-Hügeln. Es sind viele Leute verschwunden. Einige von ihnen sind wieder aufgetaucht, aber sie waren alle irgendwie außer sich und verrückt. Minsk ist wütend und außer sich und das ist niemals eine gute Sache. Manchmal bekommt es sogar Bu mit dieser Angst. Nein, nicht außer sich vor Wut, Sir. Außer sich, wenn man plemplem ist. Okay. Oh. Minsk war doch niemals verrückt. Oh nein. Du redest mit einem Hamster. Du hast einen Hamster als Vertraut. Und behauptest, er wäre ein Miniatur-Riesen-Weltraum-Hamster. Außer sich zu sein, war schlimm genug. Ist noch etwas, kleiner Junge. Und schlimmer noch, alle sagen, dass sie merkwürdige Tiere draußen in den Bergen gesehen hätten. Alle haben so eine Angst. Manche sogar, dass Oma selbst zurückgekehrt sei. Dann werden mit Sicherheit Helden gebraucht. Helden wie Minsk, Bu und Talisa. Wo ist euer Dorf, kleiner Mann? Zusammen werden wir das alles schon richten. Ich kann euch auf der Karte zeigen, wo es liegt. Ich bin mir sicher, dass Minister Lloyd sehr dankbar wäre, wenn ihr unserem Dorf helfen könntet. Alle sind schrecklich verängstigt. Nichts vertreibt die Furcht besser als ein gutes Schwert oder ein kräftiger Tritt in den Hintern des Bösen. Wir werden zu eurem Dorf gehen und tun, was Helden tun. Stimmt's, Talisa? Recht habt ihr, Minsk. Nur solange die Belohnung angemessen ist, können wir zumindest mal einen Blick wagen. Ich weiß nicht, ob wir genug Zeit haben, Minsk, aber wir werden schon sehen. Vergesst es, Minsk. Wir werden uns nicht in ein nutzloses Unternehmen stürzen. Ja, gegenüber Minsk Nein zu sagen oder Nein anzudeuten, ist nie gut. Deswegen recht habt ihr, Minsk. Wirklich? Oh, wunderbar. Vielen Dank. Wenn ihr nach Imnestal kommt, sprecht mit Minister Lloyd. Er kann euch alles Weitere erzählen. Danke, werter Herr. Ich hoffe, ihr habt bald zu diesem Dorf zu reisen, Talisa. Außerdem würde ich es bevorzugen, mal wieder durch grüne Gefilde zu reisen, nachdem wir uns so lange in dieser beengten Stadt aufgehalten haben. Ja, wie gesagt, der Plan ist,
Regierungsviertel abschließen. An der Promenade nochmal als Schrott, an Schrott verkaufen und rasten. Und dann erstmal in die Festung der Dianesis reisen. Bevor wir uns um Umahügel und Windspeerhügel kümmern. Beziehungsweise wir werden die Festung machen und wahrscheinlich dann in die Umahügel gehen. Und dann werden wir uns erstmal in der Stadt weiter umsehen, weil die Windspeerhügel, die haben ehrlich gesagt noch Zeit. Das ist ja ein Auftrag, den wir von dem schnöseligen, reichen Sack gekriegt haben. Auch wenn da Leute von Orks bedroht werden, wir sind nicht die, die amnische Befreiungsfront, sage ich jetzt einfach mal. Wir müssen uns auch um andere Dinge, persönliche Dinge kümmern, wie zeuglos werden. So, haben wir etwas mehr Platz. Wir sind ja schon wieder gut überfüllt. Und da sie so angeschlagen ist und wir eigentlich... Wir haben ja keine Heilzauber mehr, oder? Fragt nur. Bei ihr sieht schlecht aus. Hm. Hier auch. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ich schlage zu Schwerter statt Wörter. Und Minsk hat einen eingeprägten Zauber, der... Ach, den habe ich ihm gegeben. Ja. Ja? Und du hast auch nichts mehr auf Lager. Hm. Ich bin zu allem bereit. Und du bist eh eine Arkanmagierin. Okay. Ja. Gut, mit dem Jungen haben wir geredet. Wer seid ihr? Danke, dass ihr beim Dorf helfen wollt. Oh, solltet ihr jetzt dahin gehen? Das habe ich vor. Was war nochmal genau das Problem? Ja, es sind viele Leute verschwunden. Waren außer sich. Ja, das kennen wir alles. Gut. Vielleicht habt ihr Minsk. Hallo, mein Freund. Interesse daran, ein paar interessante Stücke zu erwerben? Ja, wie man sieht wieder ein Porträt. Also ist er ein Gruppen-NPC eigentlich. Der gute Jan. Ein ziemlich einfacher Name für Baldur's Gate, muss ich ehrlich sagen. Warum nicht? Welche Waren bietet ihr an, guter Gnome? Nun, ihr schaut mir wie ein Abenteurer aus. Ich war selbst Abenteurer zwischen meinen Abstechern als Steckrübenverkäufer. Das klingt sehr erbaut. Manchmal bricht der Markt zusammen und der ehrliche Verkäufer feiner Gemüsesorten, der voller Stolz des Morgens in den Spiegel blicken kann, wird dazu gezwungen, seine Fähigkeiten zu prostituieren und auf Abenteuer auszuziehen. Was zur Hölle? Wer hat sich diese Übersetzung ausgedacht? Also ja, ich kenne Jan Jansen. Ich hatte den schon mal in einem Privatspiel in der Gruppe. Aber darauf habe ich noch nie geachtet, dass hier Prostituieren spielt. Es steht. Oder hat das der irgendein Fixpatch mir hier reingeballert? Schon gut, worauf wollte ich hinaus? Ja, natürlich. Die Vorzüge des Bauchladenverkaufs von Gemüse gegen die Vorzüge von Heldentaten. Die ewige Frage, die uns alle beschäftigt. Tut mir leid, Gnome, ich habe im Moment nicht die Zeit, um mich mit euch zu unterhalten. Nehmen wir mal das mittlere, philosophische. Ihr versteht das implizit. Das erinnert mich daran, wie meine liebe Cousine Josephine sich in diesen Gossenzwerg verliebt hat. Ah ja, ich glaube, Jan Jansen ist ein Zwerg, auch wenn er eher wie ein Gnome aussieht. Jämmerlicher Typ, wirklich. Schlechte Zähne, ranziger Mundgeruch, wirklich ein Scherz der Götter. Wir haben Josie, das war der Spitzname, den ich ihr gegeben habe. Naja, Josephine zu Josie ist halt abgekürzt. Immer aufgezogen, weil sie so eine kleine winzige Nase hatte, die sich noch nach innen krümmte. Worauf wollt ihr hinaus? Also, mein gnomischer Freund, ich habe im Moment wirklich keine Zeit, um zu tratschen. Vielleicht ein anderes Mal. Würdet ihr bitte endlich den Mund halten? Bei Himmeln ist das nervtötend. Worauf wollt ihr hinaus? Nun, worauf ich hinaus will, oh freundlicher Kunde, ist, dass ich wundervolle Gegenstände zu verkaufen habe, die speziell von mir für euch dafür geschaffen wurden. Euch auf den gefährlichsten Weg zum Heldentum zu unterstützen. Sie sind unter dem Namen Jan Jansens, das bin ich,
Bemerkenswerte blitzfreudige Monsterverscheucher bekannt. Was für ein Werbeslogan, ey.